Fraktion hat jetzt der Kollege Tankred Schipanski das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir debattieren heute einen Entwurf zur Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Darin fordert die SPD-Fraktion lediglich drei Punkte, lieber Herr Schulz, nämlich eine verbindliche Einführung von Betreuungsvereinbarungen, die Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren für Arbeitsverträge nach der Promotionsphase für wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal und die Streichung der Tarifsperre. Und es wird Sie nicht überraschen, dass wir diesen Gesetzentwurf ablehnen werden, trotz Ihres großen Prosa-Vortrages, den wir jetzt 8 Minuten hören konnten. Ich darf Ihnen dieses ganz sachlich begründen, lieber Herr Schulz. Sie reagieren mit diesem Gesetzentwurf auf die HIS-Studie Wissenschaftliche Karrieren aus dem Jahre 2011. Diese Studie sagt uns, dass die Nachwuchswissenschaftler die Bedingungen und Inhalte ihrer Arbeit durchaus positiv einschätzen. Das haben Sie genannt. Arbeitsausstattung, Möglichkeiten der fachlichen Weiterentwicklung, das Arbeitsklima. 2 ganz konkrete Problemfelder zeigt uns die Studie, nämlich erstens die Betreuung von Doktoranden und zweitens die Planbarkeit der Karriere, insbesondere für Postdocs in einem ganz bestimmten Lebensalter. Und für diese Felder galt es, politische Lösungsvorschläge zu entwickeln. Und die Antwort darauf haben wir, die Koalitionsfraktion, mit unserem Antrag Drucksache 17/9396 mit dem Titel Exzellenze, Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs fortentwickeln gegeben. Den haben Sie nicht verstanden, den Antrag, dann sollten Sie ihn noch mal lesen, denn wir haben den im Ausschuss und hier im Plenum sehr gut diskutiert. Ihre Antwort, eine Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sowie die Betreuungsvereinbarung einzuführen, greift zu kurz bzw. ist schon ganz gängige Praxis. In Selbstverpflichtungserklärungen der Hochschulen sowie in den sogenannten Code of Conduct der außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind die von Ihnen geforderten Betreuungsvereinbarungen schon längst Praxis. Die Doktorandenausbildung wird oftmals in Promotionskollegs oder Graduiertenschulen durchgeführt. Diese werden Stück für Stück ausgebaut. Der Bund fördert dies auf einem sehr hohen Niveau. In allen außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben wir bereits eine strukturierte Ausbildung. Die Hochschulen und Fakultäten können dies jederzeit organisieren und einrichten. Der Bund steht hier überhaupt nicht im Wege. Vielmehr fördert er das ganz aktiv durch sehr, sehr viele Programme. Meine Damen und Herren, der zweite Problembereich ist die Karriereplanung und die teils überbordeten Befristungspraxis, die mancherorts praktiziert wird. Hier greift eine Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes einfach zu kurz. Bezüglich der Befristungspraxis haben sich die Hochschulen bereits im April 2012 im Rahmen eines HAK-Beschlusses mit dem Titel Leitlinien für die Ausgestaltung befristeter Beschäftigungsverhältnisse für wissenschaftliches Personal verpflichtet, die unrühmliche Befristungspraxis zu ändern. Dabei lässt sich diese Leitlinie entnehmen, dass grundsätzlich die Vertragslaufzeiten an die Laufzeit der Projekte zu koppeln sind bzw. an die entsprechende Qualifikationsphase. Konkretisierungen sind dabei bei der Problematik des Stellensplittings in Einheiten von weniger als einer halben Stelle noch notwendig. Ein derartiges Stellensplitting ist stellenweise nicht zielführend. Im Übrigen alles Forderungen aus unserem Koalitionsantrag, den ich eingangs erwähnt hatte, zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben dies wiederum konsequent in ihren Code of Conduct aufgenommen. Ich darf zudem festhalten, dass es aber durchaus für Übergangsfinanzierung und Ähnliches sinnvoll erscheinen kann, dass ausnahmsweise für einen Übergang in ein anderes Arbeitsverhältnis auch einmal ein Arbeitsvertrag für nur ein halbes Jahr abgeschlossen werden kann. Etwas, was dieser SPD-Gesetzentwurf überhaupt nicht berücksichtigt und somit nicht flexibel ist. Sie nehmen zudem plötzlich nicht wissenschaftliches Personal in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes auf. Dabei zeigt uns die Praxis ganz eindeutig, wenn die Unis sparen, sparen sie als erstes immer beim wissenschaftlichen Personal, weil wir da befristete Verhältnisse haben und eben nicht bei den unbefristeten Arbeitsverhältnissen des nicht wissenschaftlichen Personales. Meine Damen und Herren, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist kein Gesetz, auf dem die Gestaltung der Personalstruktur und der Karrierepfad Einfluss nehmen kann. Auch Ausprägung und Wahrnehmung der Personalverantwortung der Hochschulen werden nicht im Wissenschaftszeitvertragsgesetz geregelt. Wir verfolgen einen anderen Ansatz, der deutlich tiefer greift und auch einen Wandel der Personalstrukturen und Qualifizierungsstrukturen an den Hochschulen umfasst.
Zu diesen Punkten trägt Ihr Gesetzentwurf nichts Erhellendes bei. Ich empfehle nochmal unseren Koalitionsantrag und ich empfehle Ihnen einen Blick auf die TU München, die die Grundidee unseres Antrags bereits in die Praxis umgesetzt hat. Und lieber Herr Schulz, Sie haben es erwähnt, unsere Diskussion zum Hochschulpakt gestern, und ich kann die Länder und die Hochschulen nur erneut ermahnen, die Planungssicherheit, die der Bund den Ländern und den Hochschulen bis 2018 gibt, nunmehr an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule weiterzugeben. Und der heute veröffentlichte Bundesbericht, Herr Schulz, Sie haben ihn erwähnt, bestätigt genau die Erkenntnisse, die ich Ihnen hier heute dargeboten habe. Er stellt nochmals ausdrücklich fest, dass die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses eine Querschnittsaufgabe zwischen Bund und Land ist. Der Bund engagiert sich in drei zentralen Bund-Länder-Programmen: Hochschulpakt, Exzellenzinitiative, Pakt für Forschung und Innovation. Darüber hinaus über die DAAD-Förderung, AVH, Begabtenförderungswerke. Und der Bericht stellt fest, dass die wichtige Personalkategorie des Nachwuchsgruppenleiters, wie wir sie von Emmy Noether oder Heisenberg-Programme kennen, weiter ausgebaut werden muss. Und der Bericht, meine Damen und Herren, macht eins ganz deutlich, und damit will ich schließen: Die Personalstruktur ist in den Landeshochschulgesetzen geregelt und eben nicht im Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Vielen Dank.